Das ist jetzt in Diefenbach hier, ne? Und Diefenbach hier, ich weiß nicht von euch, Leute, da liest man halt jedes Mal hochgiftig, zieht euch Handschuhe an. Ja, ich hab ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt hier reinbeißen und würde dann was merken? Es würde scharf sein. Ja. Ich freue mich, denn heute geht's ab. Wir werden heute mit Zimmerpflanzenmythen aufräumen. Und da haben wir uns jetzt direkt den ersten rausgepickt. Damit geht's jetzt gleich los. Wie gesagt, 5 Stück. Und jetzt gibt's erstmal das Intro. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Podcast, eurem Kanal rund um die Pflanzen. Und der Alex hat hier wieder mal eine Pflanze in der Hand. Und zwar geht's jetzt direkt mit dem ersten Mythos los. Das Ansprühen von Pflanzen für Luftfeuchtigkeit ist weit verbreitet, ne? Man liest es immer wieder, dass man Pflanzen irgendwie einmal am Tag oder sogar mehrmals täglich irgendwie ansprühen soll, um die Luftfeuchtigkeit für die Pflanze zu erhöhen. Bringt leider jetzt für die Feuchtigkeit im Grunde gar nichts. Das sieht man, wenn man sich mal ein Hygrometer besorgt, was sowieso Pflicht sein sollte für jeden, der irgendwie mehr als 3 Pflanzen hat, einfach mal die Luftfeuchtigkeit überprüfen. Dann sieht man, selbst wenn man es direkt neben die Pflanze hängt, das mit dem Ansprühen bringt nichts. Mhm. Und man sieht es ja auch, das ist in ein paar Minuten wieder getrocknet. Für die Luftfeuchtigkeit bringt es nichts. Es ist ganz gut, wenn man die Blätter mal sauber macht zwischendurch, ne? Einfach ansprühen, Staub wischen. Ja. Also es gibt ganz wenige Pflanzen, wo es tatsächlich was bringt, wenn man sie ansprüht. Das eine ist, was ganz offensichtlich ist, so Tillandsien, ne? Die einfach halt sowieso Wasser über ihre Blätter aufnehmen. Die muss man ansprühen. Und wo es was bringt, ist, wenn man bei Philodendron Probleme hat mit neuen Blättern. Das kennt man ja oft, dass die dann so irgendwie entweder kaputt rauskommen oder so ganz komisch krüsselig. Das liegt daran, dass die, wenn die rauskommen, die biegen sich ja hier so raus, so ganz gequetscht. Ja. Ne? Da ist eigentlich so eine Flüssigkeitsschicht, die hilft, dass der das da aus dem Kataphyll, also aus diesem Hüllblatt rauszieht. Und in der Wohnung kann das austrocknen, diese Schicht. Und da hilft es was, wenn man da tatsächlich drauf sprüht. Dann am besten auch einmal täglich oder sogar zweimal täglich. Aber eigentlich ist das auch, wenn man das hat, dann sollte man sich einen Luftbefeuchter anschaffen, weil das sollte man eigentlich nicht machen müssen. Aber es haben tatsächlich viele Leute, da bekomme ich auch regelmäßig Anfragen zu. Jetzt wisst ihr das, ne? Genau, also ich denke auch jetzt gerade im Winter mit der trockenen Heizungsluft, dass dann viele das Problem haben, dass es in der Wohnung nicht feucht genug ist. Genau, ne? Und da haben halt viele die Problematik, dass das Blatt sich nicht richtig ausentwickeln kann und dann kriegt es halt so Risse und dann wird es halt einfach. Und da hilft das mit dem Sprühen tatsächlich. Ja. Okay, Mythos Nummer 1 war also Ansprühen. Ansprühen haben wir jetzt uns sagen lassen, brauchen wir nicht. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos Nummer 2. Ich weiß nicht warum, aber viele von euch da draußen haben irgendwie sich zur Aufgabe gemacht, ihr Wasser abzukochen, um das dann hinterher zu nehmen als Gießwasser oder lassen ihr Wasser auch mal gerne über einen längeren Zeitraum stehen, weil wir wissen, unser Leitungswasser hat viele Mineralstoffe etc. Dass nicht unbedingt alle Pflanzen das so gerne haben, das ist uns alle klar und deswegen machen wir diesen ganzen Blödsinn. Aber ob dieser Blödsinn jetzt überhaupt tatsächlich einen Effekt hat auf die Pflanze, das hören wir uns jetzt mal vom Alex an. Jo, du sagst, du weißt nicht warum. Ich kann dir sagen, warum Leute glauben, dass das was bringt. Ja. Das kommt hauptsächlich aus den USA, weil da bringt es was, denn da ist das Wasser stark geklort. Und wenn man das dann abkocht, dann ist halt das Chlor raus. Oder halt Chloramid, was die da nehmen für. Und das ist dann natürlich besser für die Pflanzen, wenn du dann nicht mit geklortem Wasser gießt. Ja, okay. Das hast du hier aber in Deutschland nicht. Ja. Und das Abkochen bringt nichts. Also das Einzige, was ihr da macht, ist, das Wasser verdampft ja und auch nur das Wasser verdampft. Das heißt, die gelösten Salze bleiben drin. Mhm. Das heißt, ihr konzentriert das eher sogar noch durch Abkochen. Ja. Also so Kalk- oder Calcium-Ionen, was wir da halt drin haben, die gehen dadurch nicht raus. Okay. Ne? Das macht Sinn, deswegen machen wir das. Das kann man auch zeigen hier. Hier ist ein Leitwertmessgerät und das zeigt einem halt an, wie viel Strom das Wasser leitet und das kann man dafür nehmen, um zu sehen, wie viel gelöste Salze da drin sind. Viele kennen das unter dem Namen Mikro-Siemens-Messgerät, gerade beim Detlef Römisch auf dem Kanal sieht man das regelmäßig. Das misst jetzt tatsächlich Millisiemens, nicht Mikro-Siemens, das heißt, das ist eine Stelle verschoben, aber egal. Ja. Und da haben wir hier mal Leitungswasser, einfach frisch aus der Leitung genommen. Das hat hier so 400, 440 Mikrosiemens pro Zentimeter. Das ist so ein mittlerer Wert. Also es gibt in Deutschland sowohl Stellen, wo es härteres Wasser gibt, als auch weniger hartes Wasser. Hier ist so Durchschnitt. Ne? Das ist 400 so, bis 600 ist so Durchschnitt. Genau, das ist so normal im Grunde. Ja. Das ist jetzt abgekochtes Wasser. Gestern abgekocht und dann stehen gelassen. Mhm. Und das, wie man sieht, hat genau den gleichen Wert. Das hat also gar nichts gebracht. Ja. Wenn man seinen Pflanzen was Gutes tun will, dann nimmt man salzarmes Wasser, hier ist das Regenwasser und das hat jetzt hier so 40
Ja. Na, ist schon relativ hoch für Regenwasser tatsächlich, einfach weil es jetzt über unsere Dachrinnen und so abfließt. Mhm. So Regenwasser, wenn es runterkommt, hat so 15, 20 mhm. meistens. Ne? Genau. Und dann gibt es ja auch, wenn ihr zum Beispiel in einer Wohnung wohnt, wo ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, irgendwie Regenwasser irgendwoher abzuschöpfen, dann könnt ihr euch auch destilliertes Wasser kaufen. Das hat einen Mikrosiemenswert von 0. Genau. Ne? Ja, das also ist das, der Sinn dahinter, genau. Genau. Oder es gibt dann auch noch die Möglichkeit einer Anschaffung von einer Umkehr-Osmoseanlage, genau. heißen die Dinger. Die kosten so, wenn man sie mal im Angebot kriegt für 50, so, ich sag mal durchschnittlich kostet die so 70 Euro. Genau. Damit kann man ordentlich viel Wasser aus genau. der Leitung dann quasi filtern. Dann hat man zwei Ausgänge, einmal mit dem gefilterten Wasser und einmal mit dem ungefilterten. Genau. Und dann hat so ein Wasser auch wieder je nach Leitungswasser dann so einen Mikrosiemenswert von, ich sag mal, zwischen 5 und 15 bis 30, genau. je nachdem wie alt die Anlage dann ist. Genau. Und wie viel Druck du auf der Leitung hast, genau. das ist so die Hauptsache genau. bei den Dingern. Ja. Und das bringt dann was. Ist eine gute Investition, wenn man ein paar mehr Pflanzen hat und ja. keine Lust hat, destilliertes Wasser zu schleppen. Genau. Das ja. lohnt sich ziemlich ja. schnell. Genau. Ja. ja, das würde ich sagen, war Mythos Nummer 2 und ich hoffe, dieser Mythos, der legt sich langsam so in Deutschland, ja. weil kocht euer Wasser nicht mehr, gerade bei den aktuellen Energiepreisen, das bringt für eure Pflanzen nichts. Ja. Nächster Mythos und einer der krassesten Mythen überhaupt, weil auch viel darüber im Internet ja publiziert wird und da auch viele Pflanzen drüber verkauft werden über diesen Mythos. Ja, bin ich jetzt selber mal gespannt, denn es wird oft gesagt, dass Pflanzen, stellt euch mal eure 3, 4 Pflanzen bei euch ins Schlafzimmer und dadurch habt ihr ein besseres Raumklima, was ja ein Stück weit auch wahrscheinlich richtig ist. Aber es geht dabei hauptsächlich um den Schadstoff. Filter einer Pflanze, der da irgendwie in irgendeiner Form publiziert wird. Genau. Das ist mehrere Schichten tief direkt, mhm. diese Behauptung, dass Pflanzen irgendwie Schadstoffe aus der Luft holen. Erstmal, stellt euch mal so eine typische Zimmerpflanze vor. Und jetzt überlegt mal, wie viel lebendes Pflanzengewebe ist da an dieser Pflanze dran? Wie viel wiegt das jetzt? So ohne Topf und Erde, wie viel Pflanze mag hier drin sein? 300 Gramm? Vielleicht 300 Gramm. Und ihr habt da jetzt irgendwie 10 Stück von stehen, so in der Größe, ne? Also so typisch, jetzt kein Urban Jungle Wohnzimmer. Ja. Und dann habt ihr da vielleicht 3 Kilo Pflanze. Mhm. Und diese 3 Kilo Pflanze sollen irgendwie genug Luft filtern, um den Raum irgendwie komplett schadstofffrei zu machen. Also sind 3 Kilo lebendes Gewebe. Ne? Und die saugen ja jetzt auch nicht die Luft an. Also ich habe noch keine Pflanze irgendwie Luft holen sehen. Mhm. Das heißt, das geht rein passiv. Und da ist überhaupt nicht der Luftstrom da, damit der Gasaustausch wäre, dass die da genug Schadstoffe aus der Luft holt. Also das ergibt schon mal eh keinen Sinn. Und dann wird sich aber oft auch auf gewisse, ja, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Studien bezogen, vor allen Dingen auf so eine angebliche NASA-Studie, wenn man sich, das steht auch teilweise auf Webseiten und so, dass das wissenschaftlich bewiesen sei. Wenn man sich da mal mit genauer beschäftigt, dann findet man raus, der Mann, das war keine NASA-Studie, der Mann hat mal für NASA gearbeitet. Okay. Diese Studie hat er aber selber rausgebracht. Und die hat er nicht veröffentlicht bekommen in irgendeinem wissenschaftlichen Magazin, weil er kein Peer Review bekommen hat für seine Sachen. Und die einzige Quelle, die man für diese Studie findet, ist seine eigene Webseite. Mhm. Und er verkauft anscheinend auch Sachen in dem Bereich. Okay. Also, ne, ja. Sage ich jetzt mal nichts weiter zu. Ja. Was tatsächlich was bringt, ich habe mich da auch informiert, das ist Lelewyn Wilson 2011, das ist in Comprehensive Biotechnology, kann man sich durchlesen, das ist gratis. Man muss Englisch verstehen, es ist auf Englisch. Kann man das hier verlinken? Das kann man verlinken, okay. genau. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die haben mal so zusammengefasst, was es in dem Bereich für Erkenntnisse gibt. Ja. Da kommt raus, also die meisten Studien aus dem Bereich, die haben sehr viele Pflanzen in ein sehr kleines Volumen gequetscht, um da Effekte zu finden. Den größten Effekt, den die finden, der liegt nicht an der Pflanze, sondern an den Mikroben, die tatsächlich im Topf sind, um die Wurzeln rum. Ja. Und die holen wohl tatsächlich Schadstoffe aus der Luft. Man braucht schon, damit das für die Schadstoffkonzentration was bringt, bräuchte man echt viele Pflanzen und wahrscheinlich auch einen aktiven Luftstrom um die Pflanze rum, die da wirklich Luft hinpumpt, ja. damit die das da rausholen können. Ja. Ja. Es gibt da so ein paar Konzepte zu, auch in industriellen Anlagen, aber so privat im Wohnzimmer, eigentlich bringt das gar nichts. Das ist größtenteils Marketing. Mhm. Ne? Was natürlich was bringt, wenn ihr viele Pflanzen habt, das Raumklima wird besser. Klar, mhm. da hat man eine höhere Luftfeuchtigkeit, das bringt auf jeden Fall was. Mhm.
Aber das mit den Schadstoffen ist größtenteils ein Mythos. Ja. Bezogen auf solche geschlossenen Töpfe. Es gibt aber auch Töpfe, die haben einen Mechanismus eingebaut, die gegebenenfalls dafür sorgen, dass der Luftstrom im Wurzelbereich gefördert wird. Ja. Da könnte man sagen, Genau. Oder müsste man vielleicht noch mal ganz genau drauf schauen. Da bräuchte man dann wahrscheinlich auch recht viele von, um in so einem typischen Zimmer einen Effekt zu haben. Aber eher als nur so in einem geschlossenen Topf. Genau. Hier, ne? Genau. Ja. Ja, die sind dann wirklich darauf ausgelegt, dass da auch Luft an den Wurzeln aktiv vorbeigeführt wird, vielleicht auch mit einem Lüfter oder auch passiv von mir aus. Da bräuchte man wahrscheinlich auch recht viele von in einem kleinen Raum, damit das wirklich was bringt. Ne? Okay. Genau. Da habt ihr bessere Luftqualität wahrscheinlich durch Lüften, wenn ihr jetzt nicht gerade mitten in der Innenstadt wohnt. Ja. Aber trotzdem, Pflanzen, wie der Alex gerade gesagt hat, sich bei sich zu Hause zu halten, sorgt für ein besseres Raumklima. Genau, und das ist wirklich ein guter Effekt, den kann man auch, den merkt man auch sofort. Ja. Ne? Nur die Filterung von Schadstoffen etc., eher so Mittel. So. Ja. Ich würde sagen, nächster Mythos. Jo. Thema Licht. Licht, ein ganz wichtiges Ding für Pflanzen. Und da haben wir leider so ein Problem, denn unsere Augen gaukeln uns manchmal vor, dass irgendwo Licht ist, wo gar nicht mehr so viel Licht eigentlich ankommt. Und das zeigt uns jetzt mal der Alex anhand von ein paar Beispielen. Das wird mega interessant. Genau. Jetzt sind wir hier bei uns im Verkaufsraum. Hier ist kein Glasdach drüber, sondern hier ist beleuchtet. Und wenn man hier reinkommt, ist es hier schon hell. Also wenn man jetzt keine Referenz hätte mit draußen als Vergleich, dann würde man denken, es ist hier hell genug für Pflanzen. Das Problem ist, das ist es nicht, denn unser Auge täuscht uns das vor. Und das führt dann dazu, dass sich das Auge halt anpasst. Ne? Und zwar immer so, dass man gut sehen kann. Das bringt aber den Pflanzen nichts, denn die brauchen richtige Lichtstärke und nicht das, was man so wahrnimmt. Und wenn ich jetzt hier mit diesem Luxmeter, das ist ein kleines selbstgebautes mit einem sehr guten Sensor drin, das auch UV misst, das brauchen wir fürs Gewächshaus. Das zeigt mir an, dass hier nur so 150, vielleicht 200 Lux sind. Und das ist etwa ein Zehntel von dem, wo eine Schattenpflanze gut wachsen würde. Also die brauchen vielleicht so 1000, 1500 Lux. Obwohl das für mich, mit meinen Augen hier als Mensch, wirkt das hier hell für mich. Ja, finde ich auch. Wenn man sich hier so umguckt, da oben überall die Lampen und hier drin sieht es einfach hell aus. Ne? Ja. Den Unterschied sehen wir jetzt, wenn wir ins Gewächshaus gehen. Ja. Da haben wir ein Glasdach drüber. Aber hier so sind wir tatsächlich schon bei 2500, also von 150. Wenn ich es ganz nach oben halte. Jetzt ist die Kamera natürlich ein bisschen im Weg, deshalb geht es runter. Also fast das Zehnfache. Das sieht hier aber nicht zehnmal heller aus. Ne? Das sieht hier vielleicht doppelt so hell aus wie da drin. Ne? Bisschen heller. Und das ist eben dieses Trügerische vom Auge, dass man sich da gar nicht drauf verlassen kann. Ne? Deshalb, man braucht jetzt keinen Luxmeter kaufen und man braucht sich auch schon gar keinen selber bauen, so wie wir das hier haben. Eigentlich jedes einigermaßen moderne Telefon hat ein eingebautes Luxmeter. Das ist nicht besonders genau, es ist nicht so genau wie so ein kalibriertes Gerät hier, aber es reicht schon. Das ist ein Sensor, der meistens neben der Kamera sitzt und der wird dazu benutzt, um die Displayhelligkeit automatisch anzupassen. Das können ja eigentlich alle modernen Geräte. Die sind nicht super genau, aber das reicht so Pi mal Daumen, um da ungefähr auf den Lichtwert zu kommen. Ich sag mal so für Pflanzen, die eher schattig wachsen können, da reichen 1000 Lux, 1500 vielleicht, für ein paar Stunden am Tag. Und dann könnt ihr mal an einem unbewölkten, hellen Tag durch eure Wohnung gehen und schauen, wie weit in den Raum eigentlich noch so diese 1000 Lux kommen. Und da wird es oft so sein, dass es viel weniger weit ist, als man denkt. Ja, und die Gefahr ist halt einfach jetzt so groß, denn man geht jetzt davon aus, in der letzten Ecke im Wohnzimmer habe ich jetzt noch ein bisschen Licht. Genau. Und da stelle ich jetzt meine Pflanze hin, die ich mir für 150 Euro gekauft habe. Genau. Und das wird da erstmal nicht direkt sterben, aber sie wird halt auch nicht gut oder auch gar nicht wachsen. Ja. Ne? Ja. Okay, Leute, das Thema giftige Pflanzen, Arazen etc. Ist es ein Mythos? Sind die wirklich so krass giftig, wenn unsere Hunde damit in Kontakt kommen? Wenn das Kind mal so ein Blatt in den Mund steckt, kippt es dann direkt aus den Latschen? Man liest immer sehr viel und heute hören wir uns mal an, was da wirklich hintersteckt. Ja. Also ist jetzt speziell auf Arazenen bezogen, was man so halt zu Hause hat. Philodendron, Diefenbachia, ne, Alokasien auch. Monstera hat jeder. Monstera auch, natürlich. Ja. Da ist man natürlich, gerade wenn man irgendwie Haustiere hat oder auch Kinder, natürlich ist man da erstmal extra vorsichtig. Ne? Also, grundsätzlich nicht verkehrt. Grundsätzlich überhaupt nicht verkehrt, da vorsichtig zu sein. Aber gerade bei denen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist es stark übertrieben, die als wirklich giftig zu bezeichnen. Das ist jetzt eine Diefenbachia, ne? Und Diefenbachia, ich weiß nicht von euch, Leute, da liest man halt jedes Mal hochgiftig, zieht euch Handschuhe an, wenn ihr damit irgendwie geschnibbelt und das an der Lippe kommt, dann müsst ihr sofort ins Krankenhaus. Die haben ja einen sehr schlechten Ruf. Genau. Auch.
Und bei Araceen, es stimmt, dass die nicht genießbar sind. Die sind nämlich voll mit etwas, das nennt sich Calciumoxalat. Das sind so kleine Kristalle. Und wenn man die in den Mund kriegt, dann, wenn es viele sind oder wenn es stark konzentriert ist, dann brennt es im Mund. Das verbrennt einem die Schleimhäute. Das tut richtig weh. Das ist jetzt aber nichts, was man runterschluckt und wo man dann später dran stirbt. Also kein richtiges Toxin. Wenn man da richtig viel von aufnimmt, dann kann das auch zu Nierensteinen führen. Okay. Aber so viel muss man davon erstmal runterkriegen. Ja, das heißt, das ich könnte jetzt hier reinbeißen und würde dann was merken? Es würde scharf sein. Ja. Das war nicht irgendwie abgesprochen. Mm-mm. Nur um zu zeigen. Schmeckt nach Salat dann, oder? Nee, schmeckt nach Salat, es ist ein bisschen bitter. Ja. Und ich schluck das jetzt auch nicht runter, ich spuck das wieder aus. Ja. Aber das bringt euch nicht sofort um, wenn ihr das macht. Ja? Ja. Das ist, wie gesagt, dieses Calciumoxalat. Das ist unterschiedlich, je nachdem, was man hat. In einigen Arten ist mehr drin, in anderen weniger. Wenn da euer Hund oder eure Katze mal reinbeißt und ein halbes Blatt isst, dann werden die das bereuen, weil das dann im Mund ziemlich scharf brennt. Ja. Ich habe das auch schon mal erlebt, jetzt nicht bei einer Diefenbachie oder so, da war jetzt gerade tatsächlich gar nichts. Ja. Aber ich habe mal Samen gepult und da ist das auch drin und halt ohne Handschuhe. Und das habe ich so eine Stunde gemacht und dann haben mir die Finger 2 Tage wehgetan. Okay. No? Also das ist der Effekt, aber es ist kein toxischer Effekt, wo eine kleine Menge für ausreichen würde, um irgendwie Schäden zu verursachen oder sogar zu töten. Ja. No? Okay. Das bedeutet jetzt für die Handhabung mit Araceen, auch jetzt hier in speziellen Diefenbachia? Ja, also ich topfe die hier auch ohne Handschuhe Tag ein, Tag aus um. Ich habe noch keine negativen Effekte feststellen können. Okay. Wenn man vorsichtig sein möchte, es kann auch sein, dass man natürlich Allergien hat oder empfindliche Haut, dann halt Handschuhe anziehen. Ja. Aber es ist jetzt keine besonders giftige Pflanze, wo man irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen treffen müsste. Okay. Ja, sehr gut. Das heißt aber nicht, dass ihr zu Hause jetzt anfangen sollt, an euren Pflanzen Nein, zu naschen. Bitte nicht. Nur man braucht jetzt nicht so die riesen Alarmglocken haben. Oder direkt zum Tierarzt fahren, wenn da mal so ein kleines Stück fehlt und die Katze auf was rumkaut. So was. Ne? Oder wenn das Kind dann einmal so macht und das ist eine Diefenbachia, ich habe gelesen, das ist so hochgefährlich. Es gibt viel schlimmere, viel giftigere Pflanzen, die ihr in jedem Gartenmarkt kriegt, wie ein Fingerhut oder ein Delphinium, Rittersporn oder so. Ne? Ja. Da ist wirklich also 4 Blätter davon im Salat und ihr seid hinüber. Ne? Das ist jetzt mal eine richtige Giftpflanze. Das ist eine Gimpi-Gimpi. Dendrocnide moroides aus Australien. Das ist eine Riesenbrennnessel mit sehr großen Blättern, die sehr viel stärkere und auch lang anhaltende Schmerzen verursacht, wenn man sie anpackt. Deshalb bin ich hier mit Handschuhen und ich passe auch auf, dass ich da gar nicht dran komme irgendwie. Wenn man die bewegt, brechen diese Haare auch ab und wenn man die in die Nase bekommt, muss man schnupfen. Deshalb hatte ich gerade auch eine Atemmaske auf, als ich die bewegt habe. Es ist ziemlich unangenehm, aber es ist trotzdem eigentlich eine sehr schöne Pflanze. Riesengroße Blätter. Riesengroße Blätter. Und was ist, wenn ich jetzt gerade so wie bei der Diefenbachia, ne, wenn ich jetzt hingehe mit meinem Finger und mit meiner Hand da mal so ein bisschen drüber reibe, was passiert dann? Erstmal ist es wie eine normale Brennnessel, das tut weh, das gibt so Pusteln, die anschwellen und der Unterschied ist dann, das tut mehr weh und das geht nicht weg. Also das wirst du auch in 2 oder 3 Wochen noch genau dieselben Schmerzen haben. Ach. Und jedes Mal, wenn du es anpackst halt. Wie bei so einer Feuerqualle oder was? Ja, genau, bei so einer Feuerqualle oder wenn du dir halt eine richtig schlimme Verbrennung holst. Ja. Jedes Mal, wenn du Wasser drauf machst, tut es wieder weh. Ach Gott. Jedes Mal, wenn du es anpackst, tut es weh. Also das ist nicht angenehm, das Ding. Okay, und warum ihr drei von Jungle Leaves diese Pflanze, ihr habt darauf, wollen wir jetzt gar nicht Bezug nehmen, einfach nur, weil es geil ist. Ja. Okay, und damit will ich sagen, ja, vielen Dank, Alex. Jo. Vielen Dank, giftige Pflanze. Schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche wichtigen Sachen im Bereich Zimmerpflanzen noch mal gerne hier thematisiert bekommen wollt, dann werden wir uns dem Thema annehmen. Und insofern würde ich jetzt sagen, Alex, wir sehen uns.